Heute haben Naveen und Damon Geburtstag. Sie werden schon zu Kleinkindern und außerdem bin ich wieder schwanger. Vor den Jungs versuchen wir das noch geheim zu halten. Aber ich glaube, sie ahnen schon etwas. Immerhin ist da plötzlich dieser Bauch. Und so starten wir mit einem nicht so glücklichen Oliver und einer nicht so glücklichen Snow in den Tag hinein. Oliver fühlt sich angespannt, denn er steht am Beginn eines Burnouts. Es ist schwer, produktiv zu sein, wenn man ausgebrannt ist. Deshalb wird er jetzt einfach mal vor der Arbeit eine Runde joggen gehen und einfach mal schauen, ob er dadurch auf andere Gedanken kommen kann. Und unserer Snow geht es momentan leider auch nicht ganz so gut. Sie ist traurig wegen Stimmungsschwankungen. Außerdem hat sie Morgenübelkeit und unser Damon lässt sich mal wieder überhaupt nicht beruhigen. Wir werden ihn einfach mal hochheben und dann ein wenig mit ihm knuddeln. Zumindest hat er jetzt mal aufgehört zu weinen. Die Pflicht ruft. Für Oliver ist es jetzt an der Zeit, zur Arbeit zu gehen. Und wir werden ihn heute ausnahmsweise mal wieder begleiten, denn er muss dringend befördert werden. Wir brauchen Geld. Heute haben wir Trainingstag 2, trainiere härter. Das ist natürlich eine unglaublich gute Idee, wenn man kurz vor einem Burnout steht. Möglicherweise sollte er ja auch seinen Job wechseln. Was meint ihr dazu? Ist ein Polizist auf Patrouille, kann er die Gemeinschaft kennenlernen und Unruhestifter im Zaum halten. Wir müssen hier jetzt einfach ein wenig mit Zivilisten plaudern und für Ordnung sorgen. Und wir haben schon den ersten Regelverstoß. Wir werden sie einmal vorladen. Und Oliver ist die ganze Zeit einfach nur unglaublich angespannt. Ich glaube, er wäre am liebsten einfach nur daheim bei seinen Kids. Die haben heute ja immerhin auch Geburtstag. Aber er muss hier einem Job nachgehen, den er nicht mal wirklich machen möchte. 2000 years later. Und wir wurden befördert. Oliver ist jetzt Streifenpolizist. Wir bekommen jetzt 28 Simoleons die Stunde. Aber dafür müssen wir auch am Samstag und Sonntag arbeiten. Aber eine Beförderung ist eine Beförderung. Ich bin happy. Und jetzt wird es an der Zeit, dass wir den Geburtstag der Kleinen feiern. Oliver wird seine Familie erstmal begrüßen. Er geht jetzt mal zu unserem Damon und wird einmal mit ihm knuddeln. Und dann können wir die Geburtstagstorte gleich mal auf dem Küchentisch platzieren. Dann wechseln wir unserem stinkenden Naveen noch einmal die Windeln und dann werden sie einfach schon zu Kleinkindern. Und unsere Snow ist jetzt auch schon sehr schwanger. Also Geheimnis ist das keines mehr. Aber das bedeutet, wir können sehr, sehr bald zum Ultraschall. Alles Gute zum Geburtstag, Naveen. Oh mein Gott, ist das süß. Unser Naveen ist ja unser Anführer. Und ich finde, da würde neugierig oder unabhängig ganz gut dazu passen. Unabhängige Kleinkinder lieben ihre Freiheit. Und vermutlich lieben sie es auch, andere zu befürworten. Deshalb ist unser Naveen jetzt unabhängig. Und dann kann Snow noch Damon helfen. Naveen war gefühlsstark und wird ja unser kleiner Grumpy. Das heißt, er ist definitiv heikel. Damon ist einfach so grumpy. Er hat sich ein Stück Kuchen genommen und geht damit jetzt nach draußen, um das ganz allein zu essen. Ganz weit weg von seiner ganzen Familie. Was wird er nur im Laufe dieses Let's Plays anstellen? Ich bin schon echt gespannt. Und weil es schon wirklich spät ist und die ganze Familie schon echt müde ist, wird Snow noch schnell die beiden Säuglingsbetten in Kleinkinderbetten umbauen. Und wir schauen jetzt mal, wie es unserer bösen Königin geht. Endlich ist Julian aus dem Haus. Ich dachte, wenn er erstmal weg ist, habe ich keine Probleme mehr. Aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Jaden ist ja sowas von nervig. Wir sind nur noch am Streiten und er redet immer von unserem Baby. Dabei existiert das Kind ja gar nicht. Ach, ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Ich glaube, ich muss ihn loswerden. Und zur gleichen Zeit sitzt unsere Serena hier unten in ihrem Wohnzimmer, in ihrem riesigen Traumhaus. Und langweilt sich. Julian ist mittlerweile zwar aus dem Haus und eigentlich hatte sie gedacht, dass das alles ist, was sie will, aber jetzt fällt ihr auf, dass es ganz schön langweilig ist. Wir haben 23 Uhr, es ist Mittwoch, ihr Ehemann schläft bereits seit Stunden und sie möchte einfach nur hier raus.
also nicht wirklich ganz hier raus. Sie liebt dieses Haus, aber sie möchte definitiv aus dieser Beziehung, denn es ist ja alles viel zu langweilig. Und außerdem, bald könnte Jaden ja auch draufkommen, dass in ihrem Bauch gar kein Baby heranwächst. Und wir wissen alle, Serena fackelt nie lang, deshalb nimmt sie gleich mal ihr Handy zur Hand und öffnet eine Dating-App. Am besten schauen wir uns einfach mal alle Profile an. Wer weiß, möglicherweise ist ja schon wer Passendes dabei. Wow, da gibt es echt ganz viel Auswahl. Wer sieht denn reich aus? Hörnen Grusel. Die Grusels haben alle Geld. Ich versuch's mal bei dem. Hörnen Grusel ist ein junger Erwachsener. Er hat Kinder und war noch nie in einer langfristigen Beziehung. Er sucht ja einfach nur eine gute Zeit und sagt, lass uns die Gesellschaft des anderen genießen. Keine Aufregung garantiert. Dann treffen wir uns einfach gleich mal mit ihm und schauen, wo das hinführt. Eine Bar haben wir ja hier in Windenburg. Peppers Pub. Und da schauen wir gleich mal hin und hoffen, dass uns niemand erkennt. Das wäre natürlich ungünstig. Und hier sind wir nun bei dem Date im Peppers Pub. Hörnen sieht ganz ehrlich wirklich, wirklich jung aus. Ich weiß nicht, ob er so Serenas Typ trifft. Wir werden einfach mal über unsere Interessen reden. Denn zu Serenas Beziehungsstatus hat die liebe Kitsune geschrieben, ich würde ja sagen, wenn Serena einen zweiten Mann bekommt, bevor sie Oliver manipuliert, erst dann wäre es Zeit für eigene Kinder. Erst müssen wir Serena mal einen neuen Mann suchen und dann muss sie noch 2 Töchter bekommen. Immerhin braucht Cinderella ihre bösen Stiefschwestern. A few moments later. Das war jetzt nicht so ein erfolgreiches Date. Er ist einfach abgehauen. Aber sie waren eh nicht so begeistert voneinander. Wir fanden ihn unreif und er hat uns nicht vertraut. Das ist keine gute Basis für eine Beziehung. Aber Serena hat natürlich schon wieder jemand Neuen kennengelernt. Das ist Hardwick. Ich weiß nicht viel über ihn, aber die beiden verstehen sich tatsächlich. Deshalb hätte ich gesagt, wir flirten ihn einfach gleich mal an. Wir werden ihm ein Kompliment über sein Aussehen machen. Wird er unser nächster Ehemann oder wird er doch nur ein Flirt? Ich habe keine Ahnung, aber Serena braucht Ablenkung. Irgendwie tut er mir jetzt schon leid. Die beiden flirten hier schon seit Stunden. Es ist einfach schon 5 Uhr morgens und schaut euch diese romantische Leiste an. Noch ist nicht wirklich was passiert. Sie haben nur geflirtet und sich ein bisschen besser kennengelernt. Und dazwischen streiten sie immer mal wieder, weil Serena eben so ist. Und er scheint auch nicht der einfachste Mensch der Welt zu sein. Möglicherweise passen sie ja ganz gut zusammen. Aber nun ist er nach Hause gegangen. Die Sonne ist auch schon aufgegangen und Serena ist ziemlich betrunken. Und es wird Zeit für sie, auch nach Hause zu gehen. Zum leeren Haus, zurück zu ihrem Ehemann, den sie eigentlich gar nicht mehr sehen will. Hat jemand von euch eine Idee, wie könnten wir diese Storyline weiterspielen? Wir sind gerade vom Ultraschall nach Hause gekommen. Und wisst ihr was? Es wird wieder ein Junge. Jetzt brauchen wir nur noch einen Namen.